Wir werden heute beginnen eine neue Serie vom Lernen der Halachot, und zwar das sind die Schabbat-Vorschriften. Schabbat, das ist etwas, was für uns jede Woche kommt. Jede Woche ist Schabbat. Und auch für diejenigen, die noch nicht den Schabbat einhalten, gut ist dir Sachen zu lernen. Warum? Weil wenn du nicht hundertprozentig einhaltest und 10% irgendeine kleine Sache, die du machst, auch das ist gut vor Gott. Das heißt, wenn jemand am Schabbat raucht und er sagt, weißt du, ich rauche 20 Zigaretten am Tag, aber 2 Zigaretten kann ich vermeiden am Schabbat. Soll er diese 2 Zigaretten vermeiden oder sagen, na, wenn ich schon rauche, dann rauche ich bis zum Ende? Diese 2 Zigaretten, die du vermeidest, im Himmel, das ist so wie am Bet HaMikdash. Am Bet HaMikdash, der hohe Priester hat dargebracht, 2 große Stiere als Opfer dargebracht. Deine 2 Zigaretten, kann sein, sie überwiegen diese 2 Stiere, die man am Bet HaMikdash dargebracht hat. So stark sind nur diese 2 Zigaretten. Das heißt auch da, wir lernen uns vielleicht irgendetwas, was für dich eh nicht so schlimm ist, wenn du das machst. Wunderschön oder gut. Für diejenigen, die behaupten, Schabbat einzuhalten, ohne die Halachot gelernt zu haben, kann man es nur behaupten, Schabbat einzuhalten. Wir werden gleich sehen, dass es gibt sehr, sehr viele Gesetze, Gebote, wo du denkst, was ist so schlimm daran? Aber das ist genau das, hättest du am Schabbat Feuer angezündet. Manche Sachen sind erlaubt und du denkst, sie sind verboten. Das ist überhaupt keine Melacha. Zum Beispiel, wenn du nimmst zum Beispiel jetzt, du wohnst hier zum Beispiel in der Tempelgasse, du willst jetzt einen Tisch von da in den dritten Stock rauftragen, ohne Lift, ja. Es ist schwer, du schwitzt dabei, aber du willst oben jetzt essen. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Das ist keine Melacha. Doch beginnen wir mit dem Schabbat. Schabbat am Berg Sinai. Hat Gott dem Volk Israel befohlen, den Schabbat einzuhalten. Schabbat, das ist ein Gebot, das in den 10 Geboten steht. Viele behaupten, Rab, ich so viele Gebote, ich halte mich nur an den 10 Geboten. 10 Gebote, das ist heilig und ich halte mich nur an diese 10 Gebote. Schön und gut, aber eins von den 10 Geboten, siehe da, Schabbat. Shamor et yom ha-Shabbat lekadesho. Jetzt, die 10 Gebote, sie stehen zweimal in der Tora. Einmal steht es im Buch Schmot, zweiten Buch Mose, Parashat Yitro, steht geschrieben, Shamor et yom ha-Shabbat lekadesho. Hüte den Schabbat. Und einmal im Parashat Vayetchanan steht geschrieben, Zachor et yom ha-Shabbat lekadesho. In den 10 Geboten, zweimal in den 10 Geboten. Entschuldigung, ich war umgekehrt. Einmal steht, hüte den Schabbat, einmal steht, gedenke den Schabbat. Shamor bezachor bedibur echad ne'emaru. Was haben wir wirklich gehört am Berg Sinai? Hüte oder gedenke? Bedibur echad. In einem Spruch haben wir beides gehört am Berg Sinai. Am Berg Sinai, wo das Volk Israel die Tora bekommen hat, Gott hat sich offenbart und da hat Gott uns dieses Gebot gegeben, Shamor und Zachor, beides gleichzeitig. Wie wichtig ist der Shabbat? Der Talmud sagt uns, Rabbi Shimon Bar Yochai, der große Rabbi Shimon Bar Yochai im Talmud, er sagt, wenn das Volk Israel 2 Shabbatot laut der Halacha einhaltet, wird es sofort erlöst. 2 Shabbatot. Laut der Halacha, ordentlich, das ganze Volk haltet es ein, es wird sofort erlöst. Ich habe euch damals erzählt über Slofrat, Slofrat ben Chefer. Er war derjenige, der absichtlich den Schabbat gebrochen hat, damit die Menge sieht, wie schlimm es ist, den Schabbat zu brechen, welche Strafe deswegen folgt. Und er war der Mekoshesh Etzim, derjenige, der dort Stöcke dort gebrochen hat in der Wüste. Kurz gesagt, und wegen dem, dass er diesen einen Schabbat gebrochen hat, haben wir das verpasst und nicht erlöst. Das heißt, Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, die Erlösung, unsere Erlösung hängt davon ab, von dem Schabbat.
Deswegen, da muss man ein bisschen mehr uns, wir, diejenigen, die schon den Schabbat einhalten, sich ein bisschen mehr dabei verstärken. Und du wirst sehen, vielleicht, dass du selbst sogar von deinen Problemen erlöst werden kannst. Dann, weiter dort im Talmud, Schabbat, Seite 118b. Ich hätte geschrieben, Neugewalt. Jeder, der den Schabbat laut der Halacha einhaltet, sogar wenn er Götzen dient, wie in der Generation von Enosch, wird ihm verziehen. Kol ha-shomer Shabbat ke-ilchata, afilu oved avodah zara ke-dor Enosh, mochalim lo. Das heißt, sogar wenn er die schlimmste Sünde Götzen diene, jemand kommt, nimmt und dient einen Götzen. Das heißt, mit anderen Worten, zum Beispiel, was ist die schlimmste Sünde zwischen Mann und Frau? Wenn die eine Seite die andere betrügt, zwischen Mann und Frau, das ist die schlimmste Sünde. Und auch wir mit Gott, wir sowas Ähnliches wie Mann und Frau. Und kommt plötzlich jemand und sagt, weißt du was, da bleib du beiseite und nimmt sich einen anderen, beugt sich jemand anderen, macht sich einen anderen Gott, Bar Minan, das ist so wie Betrug. Sogar für sein die schlimmste Sünde, die es gibt, steht geschrieben, wenn er den Schabbat laut der Halacha einhaltet, Gott sagt, weißt du was, ich verzeihe dir. Wie wunderbar das ist. Schabbat, warum? Da mit dem, wo du Schabbat einhaltest, du bist einer von den lebendigen Zeugen, die eine Zeugenaussprache sprechen, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Wer hat das gesehen, dass Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen und am 7. Tag geruht? Wenn du den Schabbat einhaltest, diejenigen, die den Schabbat einhalten, das ist der Beweis dafür, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Wie? Jeder von uns weiß, wir haben 24 Stunden am Tag. Warum haben wir 24 Stunden am Tag? Michel, weil die Erde sich um die Achse, um ihre eigene Achse dreht, wie lange dauert das? 24 Stunden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, die ganze Kreis, 24 Stunden. Der Monat von Neumond bis Neumond, Monat ist wie viel? 30 Tage. Wir haben Monat, also mit Schaltjahr, also plus Monat, weniger, aber 30 Tage ist ein Monat. Das sehen wir auch. Von Neumond bis Neumond, wir sehen, das dauert 30 Tage. Jahreszyklus, die 4 Jahreszeiten, wie viele Tage haben wir im Jahr? 365 Tage. Von wo kommt diese Zahl, 365 Tage? Wenn jetzt die Erde sich den ganzen Kreis um die Sonne macht, 365 Tage. Jetzt, wenn wir sehen jetzt auf der ganzen Welt, überall, in jeder Region und jeder Religion, überall, sei es in China, Australien, Amerika, Europa, Israel, Alaska, wo du auch nicht willst, überall hat eine Woche 7 Tage. Und jetzt diese Zahl 7, sie passt nirgends zusammen. Das heißt, bei einem Monat, dass du dann, wenn du machst jetzt, dass du 4, wenn du 4 Wochen hast, bleiben dir noch 2 Tage übrig im Monat. Im Jahr auch da, hast du, wenn du hast, dann hast du 52 Wochen, bleiben auch ein paar Tage übrig. Am besten wäre, wenn man gemacht hätte, eine Woche mit 10 Tagen. 10 Tage, dann hast du 3 Wochen im Monat. Shalom al Israel. Oder noch besser wäre, 5 Tage die Woche. Wenn du machst 5 Tage die Woche, dann hast du 6 Wochen im Monat, auch im Jahr 365 durch 5 ist auch teilbar, bleibt dir nirgends was übrig. Mathematisch gesehen wäre das am besten. Aber 7 Tage der Woche, das hat weder mit dem Mond noch mit der Sonne. Von wo kommen diese 7 Tage? Und jetzt wäre das nur bei irgendeinem Volk,
Nur bei irgendwo, bei einer einzelnen Region, nur kann man verstehen, vielleicht, die haben genommen, vielleicht, die haben gesehen, die sieben Sterne im Mondsystem, nur vielleicht das. Oder woanders, die hätten vielleicht gesehen, was weiß ich, sieben Schneewittchen und die sieben Zwerge. Nun, vielleicht da kommen nachher die sieben Tage. Ja. Aber du siehst, überall, auf der ganzen Welt, jetzt, nicht seit heute, seit gestern, schon seit immer, auch zur Zeit, wo die Kommunikation nicht so stark war wie heute, wo du alles schon am Handy mit dem Internet überall sehen kannst. Von wo sind diese sieben Tage gekommen? Diese Frage wird im Buch Kusari wird diese Frage gestellt. Antwort: logisch, wenn du es so denkst, unmöglich. Wie kann es sein? Es ist unlogisch, aber trotzdem, alle haben diese sieben Tage. Es gibt dazu eine Antwort. Eine Antwort, die sagt, dass es gab einen ersten Menschen und dieser erste Mensch, er hat einen Zyklus von sieben Tage eingehalten, sieben Tage Woche, das hat er seinen Kindern weiter übergeben und diese Kinder ihren Kindeskinder und diese Kindeskinder in den Kindeskindeskinder und so weiter, bis sie nachher auf der ganzen Welt zerstreut waren und jeder hat das, was er von seinem ersten Menschen, von seinem Vater bis zum ersten Menschen bekommen hat, hat diesen sieben Tage Zyklus und übt es weiter aus. Das war von Adam Arishon. Das heißt, Adam Arishon, Gott sagt zu ihm, du sollst, wir haben zwar als Gebot bekommen, am Berg Sinai als Volk den Schabbat einzuhalten, aber es gab schon, seit Adam Arishon, gab es eine Kette, die von Adam weiter diesen Zyklus eingehalten hat mit sieben Tagen. Ich habe ein Beispiel dazu gegeben. Firma Microsoft, Bill Gates, kommt mit einer Aussage auf die Welt und sagt, Morai Verabotai, nicht das, was anderes hat er gesagt, Ladies and Gentlemen, ab morgen machen wir wir arbeiten nicht, Streik. In Israel, Shmita, das ist ein sehr berühmtes Wort, Streik. Ab morgen ist Streik, wir arbeiten nicht. Und für wie lange ist der Streik? Sagt Microsoft, Bill Gates sagt, für immer und ewig. Wir schließen unsere Firma. Warum? Wir haben jetzt so eine Software erfunden, Windows X, ja, irgendwas anderes noch, XY, etwas Neues, wo keine Updates mehr gibt. Es ist das perfekteste System, das es gibt. Du kannst nichts mehr dazu fügen. Besser kann es nicht mehr werden. Und deswegen, wir werden nicht mehr arbeiten. Also das ist jetzt unsere letzte Produktion. Jeder, der das Beste haben will, und es gibt keine Konkurrenz, es kann nichts Besseres als das geben. Kann so etwas sein? Jeder versteht, so etwas ist unmöglich zu sein. Aber nehmen wir an, das ja. Warum? Wir arbeiten nicht, warum? Weil wir wissen, wir können nichts mehr Besseres tun. Deswegen, wir arbeiten nicht mehr, wir streiken, wir machen zu. Gott, was ähnlich ist, damit wir das verstehen jetzt. Gott sagt, ich habe die Welt in sechs Tagen erschaffen. Und in diesen sechs Tagen habe ich das Perfekte, das es sein kann, habe ich gemacht. Besser als das geht es nicht. König Salomon sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was es gibt, das gab es schon. Alle neuen Erfindungen, was du denkst, also das Ganze, wurde etwas von Vorhandenem, nur wurde gemacht. Und Gott sagt als Zeichen dazu, als Symbol, dass alles perfekt ist, ich von meiner Arbeit, ich werde ruhen am siebten Tag. Um zu zeigen, dass die Welt, die ich erschaffen habe, perfekt ist. Aber Asher bara Elohim la'asot. Ich gebe aber dir den Menschen, ich gebe dir die Gelegenheit und ich gebe dir die Möglichkeit, dass du weiter von dem, was ich erschaffen habe, von dem, was vorhanden ist, die Sachen weiterentwickelst und davon genießt.
Und wie Rabbi Shimshon Raphael sagt, ich mache dich zum Herrscher über die ganze Welt für 6 Tage. 6 Tage sollst du all das, was vorhanden ist, nehmen, über ihm herrschen, es soll dir gehören. Aber damit du mich nicht vergisst, dass ich derjenige bin, der das Perfekte für dich erschaffen hat, will ich, dass du mir damit zeigst, dass du am 7. Tag ruhst. Und deswegen, das hat Gott den Adam Arishon übergeben. Adam Arishon, Adam, Shet und so weiter, es war so ein Fackel, der von einer Generation zur weiteren überliefert wurde, bis nachher Abraham, Yitzhak, Jakob und dann am Berg Sinai nachher wir die Tora bekommen haben und als ganzes Volk nachher. Und deswegen, eigentlich dieses Schabbat einhalten, das ist etwas Symbolisches, dass du sagst, ich bin einer von denen, der diese Fackel weiter überliefert und weiter in der Hand haltet für die nächste Generation. Darum ist das so, so wichtig im Himmel, der Schabbat. Sagt uns der Talmud, Talmud Beitza, Seite 16a. Jeder von uns hat ein jährliches Budget im Himmel, wie viel er bekommen soll. Wie viel seine Einkommen, wie viel seine Ausgaben werden, egal wie viel du arbeitest, egal wie viel du, ich sage manchmal Leuten, du, Schabbat, komm, hatte Schabbat, Bruderab, geht nicht. Alle Kunden laufen weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss am Schabbat arbeiten. Du weißt noch einmal, all deine Einkommen, all deine Ausgaben, sie werden von Gott, vom Himmel, werden schon bestimmt. Egal wie viel du arbeitest, du musst eines tun. Du darfst jetzt nicht sitzen und sagen, ich werde zu Hause sitzen und Be'ezrat Hashem, alles wird gut sein. Nein, nein. Uberachticha bechol asher ta'aseh. Gott sagt, ich segne dich an all dem, was du tust. Du musst tun, du musst arbeiten. Aber nicht die Arbeit und nicht dein Tun ist das, was dich arm oder reich macht. Ist das, was dir das Geld bringen wird. Sondern der Segen Gottes. Das, was du für dich im Himmel bestimmt wurde. Zu Rosh Hashanah, um richtiger zu sein, geschrieben so. Mesonotav shel Adam k'tzuvim mit Tishrei, ad Tishrei, chutz mit Tishrei. Das heißt, deine Ein- und Ausgaben, sie werden bestimmt von Tishrei, der Monat Tishrei, ja, von Tishrei bis Tishrei, ist verständlich, von Tishrei bis Tishrei, aber dann steht geschrieben, außer Tishrei. Wusstest du, was ist außer Tishrei? Außer Tishrei, das heißt, Tishrei, wir könnten denken, die einfache Erklärung, außer dem Monat Tishrei, das hängt von dir ab. Aber erklären unsere Weisen, sagen, nein, Tishrei, das sind die Anfangsbuchstaben. Taf, Shin, Reish, Yud. Tishrei. Taf, das ist Torah. Shin, das ist Shabbat. Reish, das ist Rosh Chodesh, Neumond. Und Yud, das ist Yamin Tovim, Feiertage. Für diese Sachen, Torah, Shabbat, Neumond und Feiertage, da, egal wie viel Geld du dafür ausgibst, Chutz mit Tishrei, das kommt nicht, das wird nicht vor deinem Budget entzogen. Im Himmel wurde bestimmt, du musst dieses Jahr bekommen 100.000 und du hast verschwendet 200.000 für diese 4 Sachen, das wird nicht von dem Budget entzogen. Wenn du gehst und kaufst dir jetzt irgendeine Schwarma, du kaufst dir irgendetwas zum Essen, irgendwelche Kleidungen, das wird entzogen. Aber das, was du für diese Sachen gekauft hast, für Torah, du hast Geld investiert für Torah, Shabbat, einen reichen, ordentlichen Tisch für Shabbat bestellt, Yamim Tovim, Feiertage, Rosh Chodesh, da all diese Ausgaben, sie kommen nicht dazu. Deswegen, das ist etwas Wunderbares. Gott sagt, ich will, dass du, schau, wo gibt es noch solche Gesetze, wenn nicht von jemandem, der dich so, so gern hat und so liebt. Gott sagt, weißt du was, ich befehle dir, ich sage dir, du sollst den Schabbat einhalten und wenn du das tust, erstens, all deine Ausgaben auf Kosten des Hauses, ich zahle alles, sagt Gott. Außerdem, auch wenn du die schlimmste Sünde begangen hättest,
Ich werde dank dieser einen Mitzwa, werde ich dir verzeihen. Ich hätte mir vorgestellt, diese Mitzwa ist wie jetzt 100 Tonnen auf der Schulter zu tragen und herumzulaufen oder schwere Arbeit zu tun. Was sagt der Gott dann? Nein, nein, nicht, das verlange ich nicht von dir. Was verlange ich von dir? Ruhe an diesem Tag. Genieße diesen Tag. Darum, Talmud Shabbat, der Dezember, euch gewalt. Gott sagt zu Moshe Rabbeinu, Matana tova yeshli bebet gnazai. Ein wunderschönes Geschenk habe ich in meiner Schatzkammer. Was hat jeder Mensch in seiner Schatzkammer? Schatzkammer, man hatte dort nicht jetzt irgendwelche billige Sachen. Schatzkammer, jeder seine wertvolle Sachen hatte. Jeder auf seinem Niveau. Millionär hat Millionen, Milliardär Milliarden. König hat Gold, Diamanten, königliche Schätze. Ein Chico hat irgendwas Kleines dort. Ja. Jeder laut seinem Niveau hat die Sachen, die er dort hat. Nun, Gott, ihm gehört die ganze Welt. Was hat er wohl in seiner Schatzkammer? Gold, Geld, Diamanten. Was soll er dort in der Schatzkammer haben? Sag Gott, Matanato, ich habe ein wunderbares Geschenk, aber das behalte ich in meiner Schatzkammer. Und zwar, das ist der Schabbat. Geh und sage es an, Israel, ich will es Ihnen schenken. Wunderbares Geschenk. Und jetzt, andererseits, wenn jemand den Schabbat nicht einhaltet, oder, uff, Schabbat, es ist alles verboten jetzt. Von wo soll ich jetzt wissen, wie viele Likes ich bekommen habe? Und von wo soll ich jetzt meine Story dort anschauen? Wenn jemand so auf den Schabbat kommt, stell dir vor, du kommst zu jemandem, den du sehr liebst. Und du hast ihm ein wertvolles Geschenk gegeben. Hast ihm gekauft jetzt. Du bist mit einem Mädchen verlobt. Ja? Und du kaufst dir einen Ring um 1 Million Euro, so einen großen Stein, kommst zu ihr und sagst ihr, mein Schatz, das ist für dich ein kleines Geschenk. Klein, ja, so ein großes Geschenk. Sie nimmt das, das ist das, was du mir geschenkt hast, uff, mit dem kann ich ja nicht rausgehen, das passt ja gar nicht zu meiner Kleidung. Was für eine Verletzung ist es für den Bräutigam? Oder umso mehr, passt nicht zu meiner Kleidung, das ist, wenn jemand sagt, uff, puff, ja, aber... Stell dir vor, sie nimmt diesen Ring, das ist das, was du mir gegeben hast, nimmt und schmeißt es in die Kanalisation. Ich hab Besseres zu tun, als einen Ring zu tragen. Bar Minan, da ist nicht nur traurig, da wird, glaube ich, die Wut von diesem Bräutigam ein bisschen aufsteigen. Und sowas Ähnliches ist es, wenn jemand kommt und sagt, den lieben Gott, weißt du was, das, was du behauptest, geschenkt, das will ich gar nicht. Und ich muss jetzt dort am Markt arbeiten. Ich habe da 2, 3 Kunden, die noch kommen müssen und vielleicht 50 Cent muss ich noch mehr verdienen. Kaparata bonot bar mina. Ve'u rachumi chaperavo. Darum Shabbat ist was sehr, sehr Wichtiges. Und da, wenn jemand den Shabbat entweiht, das ist wie jemand kommt und eine Ohrfeige gibt gegenüber Gott. Dann weiter, Talmud Shabbat 118a, Rabbi Shimon ben Pasi im Namen von Rabbi Yosha ben Levi, im Namen von Bar Kappara sagte. Wir haben eine Mitzwa am Shabbat, 3 Mahlzeiten zu essen. Diese 3 Mahlzeiten müssten mit Brot sein. Mindestens 27 Gramm Brot zusätzlich, ja, je nachdem. Jeder kann noch dazufügen. Fleisch, Fisch, Salate, jeder laut seiner Tradition, zum Beispiel bucharische Tradition, man nimmt Chai Salatim. Ja, Chai ist wie viel? 18. 18 Salate. Aschkenasische Tradition, Salat Chai. Einen Salat Chai zu nehmen. Ja, oder manche nehmen noch Bach und viele verschiedene Sachen, jeder laut seinen köstlichen Sachen. Wenn du jetzt genießt, du isst 3 Mahlzeiten, die dir schmecken, die du gern hast, sagen unsere Weisen hier, wenn jemand diese 3 Mahlzeiten einhaltet, er wird von 3 Katastrophen aufbewahrt. 3 schlimme Zeiten wird er aufbewahrt. Erstens, Chevlo shel Mashiach. Chevlo shel Mashiach
Es gibt bei einer Frau, bevor sie gebärt, hat sie Chevlele da, heißt das auf Hebräisch. Das sind die Wehen vor der Geburt. Und bevor der Mashiach kommen wird, sagen unsere Weisen, es werden auch Chevle Mashiach, Wehen des Mashiachs werden sein. Es wird ein bisschen eine schwierige Zeit sein, kurz bevor er kommt. Nicht einfache Zeit. Und in dieser Zeit, sagt Gott, derjenige, der diese drei Mahlzeiten aufbewahrt, aufpasst und sie isst, drei Mahlzeiten. Erste Sache wird aufbewahrt von Chevle Mashiach. Zweitens, Midina shel Gehenam, Bar Minan, wenn jemand gesündigt hat während seines Lebens und nach 120 Jahren, nicht auf uns gesprochen, muss in der Hölle ein bisschen Jizbiz machen. Du hast Shabbat-Mahlzeiten gegessen. Weißt du was? Du wirst von diesem Höllengericht wirst du aufbewahrt. Auch wenn jemand in die Hölle kommt, ich mache es jetzt ein bisschen 2018-mäßig, auch wenn er in die Hölle kommt, man macht ihn ein Air-Condition dort, eine Klimaanlage, damit es ihm nicht allzu heiß dort ist. Und das Dritte, Mimilchemet Gog und Magog. Der dritte und letzte Weltkrieg wird sein, Mimilchemet Gog und Magog, wo alle 70 Völker einen Krieg gegen das Volk Israel machen werden. Und es stehen wirklich schreckliche Sachen dort geschrieben. Man nennt es den Krieg der Vergeltung. Weil da Gott sagt, da wird Gott sein spirituelles Gewand, es ist alles spirituell, ja, er wird sein Gewand, sein speziell dafür geeignetes Gewand, wird er anziehen. Und welche Farbe hat dieses Gewand? Es wird geschrieben, es wird mit roter Farbe gefärbt. Welche rote Farbe? Mit all dem Blut, dem jüdischen Blut, das vergossen wurde von den Juden, weil sie Juden sind. Mit all diesem Blut wird Gott dieses eine Gewand färben. Und dann in diesem letzten dritten Weltkrieg, Gog und Magog, wo sich alle versammeln werden, gegen das Volk Israel einen Krieg zu führen, was für eine Chance haben wir da? Gar nicht. Es wird als verglichen mit ein kleines Schäfchen gegen 70 Wölfe. Die streiten jetzt um sich, wer bekommt die schönere Keule und wer nicht. So ein Gleichnis ist es, aber wenn dieses Schäfchen einen starken Hirten hat, wird es überleben. Und Bezalel Hashem wird überleben, Bezalel Hashem. Das heißt, Gott sagt, in dieser schrecklichen Situation, es steht geschrieben, zwei Drittel der Menschheit, sagen wir lieber nicht, wir reden über Schabbat, sind fröhliche Sachen. Aber schreckliche Sachen steht dort geschrieben, derjenige, der Schabbat einhaltet, wird Nizol Mimilchemet Gog und Magog. Drei schreckliche Katastrophen, Leiden des Mashiachs, dann Höllengericht. Und das dritte ist Gog und Magog. Du willst von diesen eine Versicherung für diese drei schrecklichen Katastrophen? Sagt Gott, halte diese drei Mahlzeiten ein am Schabbat. Iss drei Mahlzeiten. Noch einmal, genieße und du wirst für deinen Genuss noch, wirst du noch belohnt. Das ist, es zeigt nur, wie sehr Gott uns liebt. Noch weiter. Rabbi Yochanan sagt, im Namen von Rabbi Yose, auf derselben Seite, Talmud Shabbat, Seite 118a. Übrigens, immer wenn wir sagen, der Talmud, der Midrash, die Mishnah, all das, das sind Lehren, die Moshe Rabbeinu persönlich von Gott am Berg Sinai bekommen hat. Das ist die mündliche Torah, das, was Gott Moshe Rabbeinu mündlich überliefert hat am Berg Sinai. Das heißt, das sind jetzt die Worte Gottes, das, was ich euch jetzt sage. Dann, Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Yose sagt, jeder, der am Shabbat genießt, jeder, der den Shabbat genießt, kol ha-me'aneget ha-Shabbat, dem wird ein unbegrenztes Erbteil verliehen. Notnim lo nachala beli mezarim. Erbteil, unbegrenztes Erbteil. Von was? Wiederum, Shabbat genießt. Genieße an diesem Tag, ich will, dass du, mein Sohn, ich will, dass du genießt an dem einen Tag. Dann weiter, auf derselben Seite, Shabbat 118b. Rabbi Judah sagt im Namen vom Rab, wer den Shabbat in Wonne feiert, dem werden die Wünsche seines Herzens erfüllt. Deine Wünsche, die Wünsche deines Herzens, du wünschst etwas.
Du wünschst dir Lamborghini, du wünschst dir was weiß ich was. Jeder wünscht sich irgendwelche Wünsche, gute Wünsche. Das ist ein Blödsinn, dieser. Ja, gute Wünsche, eine gute Frau, einen guten Mann, Panasatova, verstehen die Worte der Tora, den richtigen Weg gehen, sich gute Wünsche wünschen. Wenn du den Schabbat in Wonne feierst, das du genießt, kein Fuisch, Gott sagt, deine Herzenswünsche werden bekommen. Dann, Likratscha, wir singen jeden Schabbat bei Lechad Odi Likrat Kala, das berühmte Lied von Rabbi Shlomo Elkavetz. Likrat Shabbat lechu venelcha, ki hi mekor ha-beracha. Gehen wir entgegen den Schabbat. Warum? Denn der Schabbat ist die Quelle des Segens. Wiederum, die Quelle des Segens. Von dort kommt der ganze Segen. Aber was soll ich machen, wenn ich am Schabbat nicht arbeite? Ich werde arm sein, ich werde nichts zum Essen haben. Vielleicht, wenn ich den Schabbat breche. Die Quelle des Segens, die ganze Bracha hängt vom Schabbat ab. Wie viel du verdienst in den 6 Tagen, wie fröhlich du bist in diesen 6 Tagen, das hängt von dem einen Tag, wo du nicht arbeitest, wo du nichts tust, wo du alleine mit Gott bist. Heute merkt man das viel mehr. Heute, du, ohne Handy, ohne Computer, ohne Internet, den einen Tag, es ist eine Rettung. Es ist wirklich die Rettung der Menschheit, eigentlich auch die Goyim, obwohl ein Geschenk, wie wir gesehen haben, das ist ein Geschenk nur für das Volk Israel. Ein Goy, ein Nicht-Jude, darf nicht den Schabbat einhalten. Das heißt, auch wenn jemand jetzt den Giur machen will, er muss zumindest einmal am Schabbat irgendwas brechen, damit er nicht den Schabbat einhaltet. Weil das ist etwas zwischen Gott und Juden. Jetzt nicht, dass wir jetzt rassistisch klingen, ja, aber das ist das, was, wie gesagt, Gott hat das den Juden gegeben, den Schabbat. Aber eigentlich, so einen Tag sollte jedes Volk, jeder sollte jetzt, besonders in unserem Zeitalter, sollte jedes Volk eigentlich so einen Tag haben, wo sie generell sich von allem abschalten. Keine Handys, kein Internet, keine sozialen Netze. Du alleine, weißt du was, alleine mit dir selbst. Abschalten, das ist so ein wunderbar. Ich bin mir sicher, ich kenne viele. Ich bin nicht der Einzige, der 6 Tage lang wartet, wann kommt endlich Schabbat. Obwohl wir hier auch Sonntag haben. Sonntag ist sehr frei. Ja. Nicht bei allen. Ja. Gibt es Leute, die auch, wie ich, auch am Sonntag arbeiten. Aber obwohl Sonntag ist frei, man kann eh und du kannst Auto fahren. Ja, aber dieses Abschalten, wo du wirklich spirituell bist, Shtabach Shemola, so etwas. Wirklich, das ist ein Tipp für alle Völker. Macht euch so einen Tag mit solchen Regeln, wo man nichts machen darf. Oh, gewahrt. Und deswegen, Likrat Shabbat lechu venelcha, ki mekor ha-beracha, die Quelle des Segens, das ist der Shabbat. Ja, als Beispiel. Aber wenn ich jetzt nicht arbeite, ich werde kein Geld verdienen. Keiner hat gesagt, du sollst nicht arbeiten. Du musst arbeiten. Ohne der Arbeit wird kein Segen kommen. Du musst was tun. Aber eine erlaubte Arbeit und zur erlaubten Zeit. Als Beispiel, ich gebe mal, wenn du nimmst zum Beispiel, du gehst jetzt in die Küche und drehst den Wasserhahn auf. Drehst, was kommt? Kommt Wasser raus, stimmt's? Kommt jetzt jemand, der neu ist, der es nicht kennt? Wow! Schau, er geht und dreht etwas an der Wand und von der Wand kommt, das heißt, man muss nicht mehr zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen oder es tragen. Ja. Er geht im Bauhaus und sieht dort so einen Wasserhahn. Wow, ich habe gesehen, von sowas kommt Wasser raus. Wie viel kostet das? 50 Euro, 20 Euro, ich weiß nicht, wie das kostet. Er kauft das. Kommt zu seinem Dorf jetzt. Sagt, Leute, ihr braucht es nicht mehr zu gehen, dort Wasser schöpfen. Ich habe jetzt die Lösung gefunden. Ich habe von der Stadt gebracht einen Wasserhahn. Nun, er dreht, kommt Wasser raus. Kommt kein Wasser raus. Aber warum? Dort in der Stadt ist ein Wasser rausgekommen.
Er geht, beschwert sich und man sagt im Moment, Problem ist, Wasser ist schön und gut, aber es muss davor, muss die Stadt oder Magistrat, man muss Röhren unter dem Boden bauen. Und diese Röhren, die müssen mit deinem Wasser verbunden sein. Aber das Wichtigste, dass auch diese Röhre mit einer Quelle verbunden sind, wo das Wasser ist. Weil ohne der Quelle, egal wie viel du drehst, kommt kein Wasser. Aber auch mit der Quelle, du musst, ohne dem Drehen kommt auch kein Wasser. Das heißt, du musst drehen, du musst arbeiten, aber du musst wissen, dass diese Arbeit alleine, sie bringt nichts. Du brauchst auch den Segen, dass etwas am Ende von deinem Geld übrig bleibt. Und dieser Segen, es muss verbunden sein mit dem Segen. Und dieser Segen, die Quelle des Segens, von wo kommt der ganze Segen? Shabbat. Likrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekora beracha. Dann, Mishlei Amenem Pasuk. Birkat Hashem hita Ashir, velo Yosif etzev ima. Der Segen Gottes macht reich. Der Segen Gottes macht reich und man darf keine Trauer dazu fügen. Fragt der jerusalemische Talmud, Moed Katan 3,5. Was bedeutet Birkat Hashem mit Ashir? Der Segen Gottes macht reich. Sagt der Talmud, der Segen Gottes macht reich, das ist Shabbat. Shabbat macht einen reich. Velo Yosif Etzev Ima, und man darf dort keine, nicht trauern, dass am Shabbat keine Trauervorschriften gelten. Also es gibt einige Sachen, die man am Shabbat nicht machen darf als Trauervorschriften. Alles, was Befaresi in der Öffentlichkeit ist, das darf man nicht machen. Dann im Talmud Shabbat, Seite 119. Rabbi Judah Anasi fragte Rabbi Ishmael, worin besteht der Verdienst der Reichen in anderen Ländern? Du siehst, hat er mal gefragt, worin besteht der Verdienst der Reichen in Eretz Israel? Die Leute in Eretz Israel, sie sind reich. Er fragt nicht, welche Geschäfte machen sie? Wie sind sie reich geworden? Nein, nein. Welche Verdienste? Welche Mitzvot machen sie, dass sie so einen fetten Segen haben, dass von dort sie so viel bekommen? Sagt, in Eretz Israel, die Reichen, weil sie Masrot, weil sie auf den Zehntel sehr achten. Dann fragt er, okay, die in Eretz Israel, die sind deswegen reich. Aber was ist in Babylonien? Dort war die Schule von alten Medechachamim, von allen Gelehrten, zum Zeit des Talmuds. Und die Reichen in Babylonien, in Babel, von wo sind sie reich geworden? Auch da, er sagt nicht, sie haben mit Öl gehandelt oder so. Sondern in Babel, Mipneshe, Mechabdim Talmidei Chachamim, weil sie ehren dort die Gelehrten. Gibt es viele Gelehrte in Babel. Und deswegen man hat die Möglichkeit und die Gelegenheit, die Gelehrten zu ehren. Und dank dem, dass sie die Gelehrten ehren, Gott gibt ihnen Reichtum. Und dann fragt er, aber, und was ist mit den Reichen in den anderen Ländern? Außerhalb von Babylonien, wo es nicht so viele Gelehrte gibt und wo es auch nicht so den Zehntel gibt, den man geben kann, sagt dem, sie ehren den Schabbat. Weil sie den Schabbat ehren, dank dem, sagt Gott, werden sie reich. Das heißt, es gibt drei Sachen, wenn jemand reich werden will, muss nicht unbedingt mit Öl handeln, um reich zu werden. In Babylonien, ja. Drei Sachen, wenn du reich werden willst, laut dem Talmud. Erstens, einen Zehntel geben von deinen Verdiensten. Du hast 100 Schafe, 10 Schafe davon gibst du den Armen. Oder, das ist mit den Zehnteln, beim Getreide, bei dem Geld, was du verdienst, 10% gibst du weg und das wird dich reich machen. Dann, zweite Sache, du ehrst die Gelehrten. Dritte Sache, du ehrst den Schabbat. Durch die Ehre vom Schabbat wirst du reich, sagt Gott, Shtabach Shem Olad. Nun, warum nicht ausnutzen, so etwas Wunderbares? Dann, machen wir ein bisschen weiter und, ja, also wir sehen, wie wichtig es ist, den Shabbat einzuhalten. Shabbat ist was sehr, sehr Wichtiges und der ganze Segen, die ganze Bracha hängt von Shabbat ab. Und genieße davon. Und je mehr du genießt, desto mehr Segen, desto mehr Bracha wirst du haben. Und wichtig ist jetzt nicht nur genießen,
sondern haben wir gesagt, Shamor vezachor, du sollst Ehre und du sollst hüten den Schabbat. Und damit kommen wir jetzt gleich zum dem Anfang von den Schabbat, wie wir den Schabbat reinigen lassen, und zwar das ist das Anzünden der Kerzen. Jetzt zusätzlich zu dem Hüten, was wir jetzt sagen, das war Hüten, was ist das Hüten? All das, was verboten ist am Schabbat zu tun. Man darf nicht Feuer anzünden, man darf nicht eine Melacha verrichten, eine verbotene Tätigkeit. Das ist das Hüten. Gedenken, das ist das Tun, das, was wir tun sollen. Und zusätzlich zu den 10 Geboten, wo wir geschrieben sind, Hüten und Gedenken, haben wir noch eine mit zwei, und zwar, wir sollen den Schabbat ehren. Ja, das haben wir gelernt von, unsere Weisen haben das gelernt vom Prophet Jeschajau. Der Prophet Jeschajau, 58. Kapitel. Bekarata la Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad. Du sollst den Schabbat Genuss nennen. Ehre ihn, dass du an ihm deine Wege nicht gehst. Das heißt, jetzt haben wir insgesamt, generell haben wir jetzt 4 Gebote bezüglich den Schabbat. Ja? Wir haben 2 Gebote Hüten und Gedenken, die sind von der Tora, plus 2 Gebote der Weisen Genießen und Ehren. Also Hüten, Gedenken, Genießen und Ehren. Das sind die 4 Gebote, die wir generell bezüglich den Schabbat haben. Wie können wir ehren den Schabbat? Was ist das Ehren? Der Talmud sagt uns, Schabbat 113a, dass die Kleidung, die du am Schabbat anziehst, die soll nicht sein dieselbe Kleidung, die du an einem normalen Tag anziehst. Das Gehen, das du am Schabbat gehst, nicht dasselbe Gehen wie am Schabbat. Normalerweise am Wochentag, wir laufen ganz schnell. Schabbat darfst du nicht laufen. Schabbat musst du angenehm und langsam gehen. Ah, was ist aber, wenn ich jetzt zu spät in die Synagoge zum Gebet komme? Oder ich beeile mich jetzt sofort, die Mitzwa Kiddush zu machen, die Mitzwa, die Speisen zu machen. Für die Mitzwa ist es erlaubt. Aber grundsätzlich, dein Gehen soll anders sein am Schabbat. Vedaber davar, dein Reden soll am Schabbat anders sein. Du darfst keine Diburechol, keine profanen Sachen sprechen. Sogar sprechen darf ich nicht, was ich will. Sogar das, ja. Hast du gestern Politik, gestern hat der eine so gesagt, der andere das. Darf man nicht. Umso mehr, dass du sagst, verbotene Tätigkeiten. Weißt du was, morgen fliegen wir dorthin und machen das, darfst du nicht. Wenn der Berda war, das heißt sogar mit dem Sprechen kannst du den Schabbat brechen. Das reimt sich sogar. Ja? Jetzt, also mit dem Gehen, mit dem Sprechen, mit der Kleidung. Ja? Dann, einige Seiten später, 118a, sagt, gibt uns der Talmud das Gebot, den Schabbat zu genießen. Wie karat ala Shabbat oneg, wie? Indem du verschiedene leckere Speisen isst. Und noch etwas von der Ehre, die wir haben. Wir haben eine Mitzwa, und das wird besonders schon unser Thema im nächsten Shiur sein. Wir haben eine Mitzwa am Schabbat, vor Eingang des Schabbates, haben wir eine Mitzwa, Kerzen anzuzünden. Und zwar vor Schabbat Kerzen anzuzünden. Diese Kerzen, wofür sind sie geeignet? Sie sind geeignet erstens für den Genuss und zweitens für die Ehre. Ehre, das heißt, es ist eine Ehre für den Schabbat, dass mehr Licht zu Hause ist. Es kommt irgendeine hohe Persönlichkeit. VIP kommt zu dir nach Hause. Du willst jetzt nicht diese VIP im Dunkel empfangen. Kommt er, du schaltest alle Lichter ein, aber eine wichtige Person ist gekommen. Und sogar heute bei romantischen Tischen gibt es auch Kerzen. Ja. Warum? Es zeigt irgendwie, du ehrst den Zweiten damit. Was Schönes. Aber auch Genuss, genießen, weil in der Dunkelheit, du genießt nicht von dem Essen. Du genießt,
Und deswegen, wegen Schlombeit, hat man gesagt, dass man diese Kerzen anzünden muss. Das ist jetzt, das Anzünden der Kerzen ist ein Gebot der Weisen. Die Karaim, Machshemam Bezichram, Karaim, das sind diejenigen, die nicht an die mündliche Tora glauben. Sie sagen, nein, man darf überhaupt kein Feuer anzünden am Schabbat und man darf überhaupt kein, im Dunkeln. Und deswegen, Rabbi Saadia Gaon, er hat über sie den Spruch, den Vers gesagt, Urshaim Bachoshech Idamu, und die Bösewichte sind immer im Dunkeln. Ja. Jetzt, wir haben eine Mitzwa, die Kerzen anzuzünden. Erstens wegen der Ehre, zweitens wegen dem Genuss, damit wir am Schabbat auch davon genießen. Wer war jetzt, und zusätzlich dazu, sagen unsere Weisen im Talmud Schabbat 23b, dass diejenigen, die darauf Acht geben, auf diese Kerzen, eigentlich man kann jede beliebige Kerze anzünden. Jede beliebige, normale Wachskerzen, normale, ja, sind alles, nicht diejenigen, also nicht jede, diejenigen, die nicht schön brennen, sollte man nicht anzünden. Es gibt manche dort, die Mishnah im zweiten Kapitel, im Masechet Shabbat gibt dort eine große Liste von den Dochten und den Ölen, die verboten sind. Aber das Bevorzugte am besten ist es, wenn man anzündet mit Olivenöl. Olivenöl, das ist am besten. Und jetzt sagt der Talmud, diejenigen, die auf diese Mitzvah Acht geben, ein Versprechen des Talmuds, die werden bekommen gute Kinder. Man nimmt Talmidei Chachamim. Gute, gerechte Kinder, und wer wünscht sich nicht so etwas, besonders jetzt in unserem Zeitalter, was sehr, sehr schwer ist, dass die Kinder gut aufwachsen und auch gut bleiben beim Aufwachsen. Ja? Und deswegen, da muss man aufpassen, wenn es geht, dass man mit Olivenöl diese Kerzen anzündet und dank dem wird man gute Kinder bekommen. Besonders schön, wir werden nächste Woche weitermachen mit diesen Geboten von dem Kerzen anzünden. Und Baruch Adonai Olam, Amen.